geht ab, willkommen zu einem Vlog und nach langer Zeit ist es mal wieder soweit zu Gamescom. Das ist das allererste Mal, dass ich nicht alleine zu Gamescom gehe. Heute ist die Nico mit dabei. Yeah! Ja, wir gehen jetzt erstmal rein. Wir sind schon direkt vom Messegelände. Das ist so geil. Ich bin dieses Jahr das erste Mal als Creator da und ich bin so gespannt auf die Vorteile. Also Leute, erster Vorteil vom Creator da sein. Man muss da nicht durch, was ich die letzten Jahre auch immer musste, sondern man kann einfach jetzt hier so hochlaufen dadurch. Das ist so geil, ne? Jetzt auf der Messe und es ist so surreal. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil alle in so einer langen Schlange waren. Wir sind einfach so dran vorbeigelaufen. Es ist so weird. Und mir ist jetzt dieser Business Lounge und ich komme nicht drauf klar. Wir machen uns jetzt langsam auf den Weg zur Halle 8. Ich komme nicht drauf klar, ne? Es ist alles so surreal. Da hinten ist mein Allmann-Mod. Luca. Luca. Jeremy. Was gibt hier drei Menschen? Und Noah. Ja, ich hab die Leute gestern so gefragt, so witzig. Ja. Alpha Kevin! Hallo. Hier hat alles angefangen. Ich dachte, ich habe jetzt was richtig Süßes gespottet und dann drehe ich so um und sehe das da. Originalgröße oder? Ja, schon. Achso. Achso, ja. Ich bin jetzt hier im Vlog von Sarah. Doppel-Pies. Weißt du, was das war, oder? Ja. Hä? Nein, Mann, ey, ich folge 50 Millionen Leuten. Das tut mir leid, ich kenne dich ja. Also, so soll ich. Mann, nee, jetzt hab ich ja kack, oder? Ja. Nein, ich kenne dich. Ich habe dich schon erkannt. Ich bin doch von dir aus zu dir gekommen, ja, oder nicht? Ja. Doppel-Piece an den YouTube-Kanal von Sarah. Wir waren jetzt in dieser Creator-Lounge. Wir haben erstmal 10 Jahre gebraucht, bis wir was gefunden haben, aber es war echt entspannt da. Weil das war halt wirklich abgeschottet, wo es halt nicht absolut laut ist, wo man so die ganze Messe hört, sondern man war halt wirklich so für sich. Und da waren halt echt coole Leute. Kilian kann auch noch mal zu uns, haben wir eigentlich auch noch richtig lange hingequatscht. Ich finde es so unfassbar, er ist so bodenständig, wirklich. Er ist echt ein sehr netter Mensch. Jetzt gehen wir aber langsam von der Messe wieder runter und gehen langsam zur Domplatte zu den anderen und mal schauen, was da so geht. Hey Leute, wer kommt doch auf die Idee, dass man hier, wir mussten einfach Ewigkeiten suchen, bis wir diese Lounge hier gefunden haben, weil die am Arsch der Welt ist. Und wer soll auf die Idee kommen, dass man hier so abgeschottet hin muss, weil man denkt so, man darf hier nicht mal hin. Und Leute, was auch richtig geil ist, es gab da einfach Drinks for free und man hätte das streamen können, habe ich auch noch gefilmt. Und ja, jetzt, ich trinke nie Red Bull, aber dieses Cactus Red Bull ist echt geil. Gamescom Tag 1, neigt sich langsam am Ende. Peace Gamescom. Meinung zu Tag 1? Ja, war sehr erfolgreich. Nette Menschen gesehen, viel geredet, neue Eindrücke gesammelt als zuvor. Gefällt mir. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Das Ding ist halt, ich bin so dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Also echt Leute, Dankeschön. Nur vor allem ohne TikTok. Ich hätte niemals dieses Ticket bekommen. Sie freuen mich umso mehr und ich finde auch immer so Gamescom die Leute noch mal viel lieber, als man sich das vorstellt. Es ist halt immer echt so ein nices Feeling. Das ist einfach toll. So Friend Arenos. Wir sind jetzt an der Domplatte. Elias, Lisa, die Süßen. Moin. Lukas auch da und Ben ist auch wieder dabei. Guck mal, nices T-Shirt an, oder? Natürlich. Ich hab die Hose anziehen. Ehre. Wie war die Hinfahrt? Ey, die war so räudig. Sehr räudig. Deutsche Bahn, ich finde euch. Wir sind jetzt noch zu dritt. Hier, Luca, Ben, ich. Wir gehen jetzt bei Haas und hoffen, dass wir noch einen Platz frei haben. Wenn nicht, dann weinen wir. Weil wir wollen jetzt geil Burger essen gehen. Und wir sind echt sehr lange jetzt hierher. Und es war sehr nervig. Und ja. So, wir sind jetzt wieder zurück in Köln. Ey Leute, es gibt nichts Schlimmeres als bei so einem Wetter zu essen. Weil eigentlich ist der Burger dann richtig geil, aber bei dem Wetter macht Essen einfach nur Spaß. Fandet ihr das Essen? Ja, war lecker. War schon lecker, aber zu heiß. Ja. Immer hat sich da so tot geschwitzt, ne? So Leute, ich habe gestern vergessen, den Vlog zu beenden. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gestern war echt ein geiler Tag, fand ich persönlich. Und ja, lasst sehr gerne ein Like da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Lasst gerne einen Kommentar da. Und dann bis nächstes Mal. Haut rein und ciao. Du weißt, ich bin ein Sinner. Ich sollte damit aufhören. Es wird immer schlimmer. Sie fragt, wie es war. Ich kann mich nicht mal erinnern. Ich werde niemals aufhören.
Zimmer. Ja, ich bin ein Sinner, Baby, ich bin ein Sinner.